Und wir wollen 30 Sekunden brennen. Das heißt, bei T-15 werden wir anfangen. 3, 2, 1, go! Wir werden einen schönen niedrigen Orbit machen. Valentina hat die Hand am Cut-Off-Switch. Falls die Periapsis zu niedrig wird. Und ich würde sagen, das ist eine ziemliche Punktlandung. 14.966 Meter erreichen wir. Drehen hier ein bisschen das Solar Panel ins Licht. Und ich würde sagen, wir kommen dann einfach der Geschichte ein bisschen näher. Wir haben jetzt schon Forschungsdaten. Da können sich die Forscher auf Kerbin wahrscheinlich Monate oder Jahre lang mit beschäftigen. Trotzdem wollen wir noch mehr. Und es war ja auch noch eine Mission ausgelobt. Habe ich das Mission Control on the go? Hier sind sie. So, hier müssen wir immer noch 72 Tage auf Kerbin, 11 Tage. Das wird, glaube ich, immer am Ende der Mission aktualisiert. So, ein Orbital Spacewalk near Minmus. Müssen wir eh gleich... Oh, da fällt mir ein. Bob, EVA. Da, jetzt hat es funktioniert. Wir können auch hier mal einen EVA-Report absetzen, by the way. Und boarden das Ganze wieder. So, damit hätten wir diese Mission erfolgreich erfüllt, aber wir wollen noch näher ran. Wir wollen noch näher ran, wir wollen noch mehr Informationen haben, bevor wir wieder zurückkehren. Denn Minmus ist deutlich attraktiver als der Moon für die Kerbals. Nicht nur, weil er wie ein Dessert aussieht, sondern weil er eben so weit weg ist und so klein. Und wir versuchen nochmal hier mit Bob hinauszugehen und nochmal hier einen EVA-Report abzusetzen. Just above Minmus Highlands. 28 Forschungspunkte. Das rentiert sich dicke. Gleich auch hier nochmal das Visual Observations Gedöns. Hier haben wir, glaube ich, schon so ziemlich alles abgefrühstückt. 90 Science Points. The high radiation environment caused a few of the samples to glow. Das kennen wir schon. Solar Particles wollen wir collecten auf jeden Fall. Wir wollen several heavy metal elements become embedded in the collector wafers. And these are likely stripped off of Minmus surface by the solar wind. Auf jeden Fall von Relevanz, möchte ich sagen. So, okay, also Magnetometer hätten wir uns schenken können. Wir wollen nochmal das Mystery Goo observen. And the Goo feels right at home here. Wir wollen nochmal Visual Observations, Midlands. Gucken, hier haben wir aber noch irgendwo... So. Temperature Data und auch noch Pressure Data bringt uns ebenfalls nochmal richtig voran. So, das bedeutet, wir steigen nochmal aus. Hier hatten wir, oder? Above Minmus Midlands, das müssen wir auf jeden Fall nochmal storen. So, wir nehmen diese Daten. Und dann müssen wir dann doch nochmal loslassen. Vielleicht sollten die anderen auch nochmal ein EVA machen. Ich weiß nicht, ob das mehr Punkte gibt.
So, auch diese Daten wollen wir noch haben. So, Take und Take. Und Take. Und das müsste es an Daten gewesen sein. Und Bill kann wieder einsteigen in das schöne Schiff. Es geht halt ohne die Solarzellen abzureißen. Und ich würde sagen, das war es im Endeffekt schon. Wir sind immer noch Midlands. Ich fahre noch mal ein bisschen weiter. Jetzt sind wir über den Lowlands. Jetzt lassen wir mal Bill rausgehen. Und soll auch nochmal einen EVA-Report machen. Minmus Lowlands. Zurück an Bord. Und dann können wir auch hier nochmal hier mit dem... Ich sehe nichts. Es ist dunkel, genau wie bei euch. Okay, Lowlands haben wir ebenfalls inspiziert. Lass uns nochmal schauen. Die Slopes waren wir nochmal kurz. Da sind wir schon drüber jetzt wieder. Okay, und dann sind wir schon wieder weg. Würde ich sagen, wir gucken, dass wir nach Hause kommen. Da brauchen wir gar nicht viel zu machen, komm. Prograde. Minmus hat so eine niedrige Anziehungskraft. Klick. Und dann werden wir hier ein Bremsmanöver vollführen. Verlassen den kleinen Minz Drop, um hier wieder zurück zu dem Pale Blue Dot zu kommen. Schöne Mission, muss ich sagen. Hat mir richtig Spaß gemacht. 400 Kilometer, 500 und gleich müssten wir draußen sein. Sphere of Influence von Minmus ist nicht so. Na? Jo. Ah ne, da vorne ist erst... Brauchen wir noch einen Tag. Und wir sind zurück... im Orbit um Kerbin. Auch da hinten unsere schöne Sonne. Die liebe Kerbol-Sonne. Feuer. So. Machen den Orbit schön eng. Nicht zu eng. Wir wollen 40 Kilometer etwa haben. Nicht zu groß. So, wie viel Sprit haben wir noch? Ein Schluck ist noch drin. So. Gut, 45, 40, 45 Kilometer. Jetzt wollen wir zusehen. Wir sind weit genug weg von Minmus. Der wird uns nicht mehr holen. So, wir lassen uns hier zurückfallen nach Kerbin. Werden aber kurz bevor wir da sind... Werden wir hier... Ach, Surface of Minmus, da müssen wir auch noch hin. Wir hätten es versuchen können zu landen, aber es war mir ein bisschen zu critical. So, gleich sind wir da. Und wir werden nochmal böse abbremsen, wenn wir den gesamten restlichen Treibstoff noch verbrennen.
Können wir jetzt eigentlich schon machen. Einfach um die Energie rauszubluten. Müssen wir aber noch mal ein bisschen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir brennen müssen. Ich glaube, in diese. Dass wir den Orbit. Ja. Ich denke, in diese Richtung. Die Periapsis ist ein bisschen niedrig. Gucken, ob wir die hier dann nochmal rauskriegen. So, minus 50, minus 40... Minus 30, uiuiuiui. Uiuiuiui, Lilo, Tiffy, Herr von Bödefeld. Oh, gut. Und ausgebrannt. Gut, das bedeutet, wir trennen uns von unserer Antriebsstufe. Der bleibt. Jettison Shroud und Jettison Heat Shield. Wir trennen uns vom Antriebsorgan. Ich möchte hier jetzt nochmal kurz zusehen, dass wir... Ach nee, wie war das jetzt nochmal? Nicht mit Shift hoch? Nein, wir müssen hier mit... Das ist schön, wie die Fuel-Lampe angegangen ist. So, Life Supplies. Ah nee, Hexcan. Sorry, out. Stop. Stop it, stop it, stop it. So. Und hier wollen wir in. Wollen wir die Supplies in das Schiff. Nicht, dass sie uns jetzt noch auf dem letzten Meter verhungern. Ja, wir sehen auch, wie jetzt hier dieser Radiator doch zu tun hat. Ja, der arbeitet sich jetzt hoch. 92% Leistung. So, alles ist erledigt. Das bedeutet, wir... verabschieden uns jetzt wirklich von unserer getreuen Antriebsstufe. So, den Shutter machen wir zu. Material Bay Doors machen wir zu. Collectors machen wir zu. Alles, was wir irgendwie... Goo Bay Doors machen wir zu. Hier noch. Was ist jetzt hier? Toggle Display. Toggle Sensors. Machen wir auch noch zu. Gut, bleibt nur noch hier das Solar Panel. Das lassen wir noch draußen. Bis es soweit ist. Parachute wird gearmt. Wir werden ihn allerdings erst in 9000 Metern Höhe öffnen. So. SAS können wir eingeschaltet lassen und gehen jetzt. Leider wieder bei Nacht. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Irgendwie habe ich's. Krieg ich nur Nachtlandungen hin. So. Aber ich denke, es wird gleich was zu sehen sein. So. Solar Panel fahren wir ein. Heat Shield wird schon groß und rot. Ich glaube, das war unser Antrieb. Ich möchte mal gucken, was das Radiator Panel jetzt macht. Also es macht noch 38%. Wir sind ja jetzt gerade im Planetenschatten.
ob es Hitze vom Heat Shield wegführt. Sieht nicht so aus. Aber seht ihr das? Alter Finne. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Ach, du ahnst es nicht. Deadly Re-Entry at its best, würde ich sagen. Kommen in einem sehr flachen Korridor rein. Da unten verlieren wir noch irgendwelche Teile. So, die Hälfte vom Heat Shield ist schon durchgebrannt. Oh. Schluss jetzt. Und wir sind aus 2500 Kilometern gefallen. Ich möchte es nochmal sagen. 2500 Kilometer. Den Rest haben wir schon mit dem Triebwerk weggebrannt. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir kurz nochmal steigen. Weil der Heat Shield in 10 Sekunden durchgebrannt ist. Uiuiuiui, Lilo Tiffy, Herr von Bödefeld. Ich sag's nochmal. 2000 Meter pro Sekunde. Also, da müssen wir unbedingt das nächste Mal was machen. Hier ist nur noch das flammende Inferno. Der Universal Storage Octocore, der ist jetzt derjenige, der uns hier den Arsch rettet. Boah. Und das waren 2500 Kilometer Höhe. Das ist enorm. Enorm, was da für eine Energie frei wird. Ich weiß nicht, ob wir steiler hätten reingehen müssen. Wir waren jetzt bei 30 Kilometer Periapsis. Nach vorne kommt, glaube ich, schon fast wieder die Tag-Nacht-Grenze. Ja, wir haben... Da bringt auch halt kein Drogschirm was. Also hier so ein Schleppschirm oder so. Das bringt ja alles nichts. Aber wir nehmen jetzt nochmal an Hitze auf. Und das ist nicht hier Real Solar System, wo du 10 Minuten Wiedereintritt hast. Nein, das ist... Hallo? Standard KSP. Krank. Einfach nur krank. Ein Hoch auf den Octocore. Ja, ich würde sagen, der Winkel war zu flach, weil... Wobei, gut, die ganzen Forschungsteile, die wiegen halt auch was. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den Heat Shield reduziert hätte, wären wir hochgegangen. So... Das war mal ein sportlicher Wiedereintritt. Die Experimente, die sind sowas von verglüht.
So. Und wir fallen mit 500 Meter, 400 Meter pro Sekunde. Fallschirm ist gearmt. Müsste also... Jetzt wird es doch noch... Ach, jetzt wird der Radiator noch mal warm. So, der Schirm geht gleich auf. Na. Eben kommt er raus. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo in der Dark Side. So, Full Deployment Altitude ist 700 Meter. Ja, und wir kommen über dem Wasser runter. Jetzt sieht man so ein bisschen hier hinten die Küste. So, 700 Meter, öffne. Super. Geschwindigkeit passt. Machen wir ein bisschen hier Time Warp. Krass, jetzt sieht man den Radiator sogar ein bisschen glühen. Und wir werden aufschlagen in 3, 2, 1. Pum! Wir sind im flachen Wasser. Gut, ich recover direkt, bevor was passiert. Also, ich erwarte jetzt mindestens 250 Science Points. Ich habe nicht mitgezählt, aber könnte auch das Dicke das Doppelte sein. Ja, fast. So, 450,5 Science. Alter Schwede, alter Schwede, haben wir da abgeräumt eben. Und das war nur ein Flyby. Wow, sauber die Horkschnitt. So, wir haben 82% zurückbekommen. Valentina ist Level 2, Bill Kerman ist Level 1 und Bob Kerman ist Level 1. Gut, hier haben wir ein paar Sachen zu recovern, die ganzen Stempel von der Rakete und ich würde sagen, den ersten Weg gehen wir ins R&D-Building. 543,6 Science Points, das heißt, wir können jetzt hier ordentlich loslegen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich anfange. Advanced Fuel Systems würde mir, glaube ich, sehr gut zu Angesicht stehen. Größere Tanks. Heavier Rocketry. Hier gibt es den Container Tank Cluster mit K. Container, Shipping Container for Transport Various Goods. Geil ist das denn? Nuclear Fuel Container. Container Tank Round. Nuclear Propulsion. Gibt es noch mehr mit Nuklear? Nuklear ist immer gut, wie ich finde. So, wir haben ja gesagt, in dieses Tier dringen wir noch nicht ein. Wir werden erst in diesem Tier uns austoben. The Nog Rocco Max Micronode. Relay Antenna. Ah ja, geil. Das ist hier die neue... Oh ja, die ist sehr gut. Da, die können wir in unsere Satelliten einbauen. Die ist extra als Relay gedacht. Gorset... Global Orbital Radiance Experiment Satellite, GORSAT. So, Specialized Control bietet uns... Ja, so ein paar Dinger. Ich würde sagen, Aerodynamic Supersonic Flight Actuators. Asteroid Sound Experiment by Radio Wave. Gedöns. Bringt uns momentan noch nichts. Genau wie die Advanced Grabbing Unit und der Universal Search Assert. Bringt uns auch noch nichts, weil Asteroiden ist noch gar nicht unseres. Hier, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil hier gibt's einfach nur einen Haufen geilen Scheiß. Orbital Shipyard und hast du nicht gesehen.
Her damit. So, Advanced Fuel Systems. Auch hier gibt's Side-Mounted Fuel Tanks. Das gefällt mir sehr gut. Mitnehmen. Precision Propulsion. Hier gibt's noch diese kleinen für diese Mini-Satelliten. Sollten wir in Erwägung ziehen, ebenfalls mitzunehmen. Wir können uns nur noch eins kaufen. So, hier gibt's noch fettere Triebwerke. Und hier gäbe es halt noch ein Labor. Multispectral Gedöns. Ich hätte vielleicht besser Precision Engineering mitgenommen. Also hier gibt es halt diese Antenne und einen Stack Decoupler und halt dieses Gorsat-Gedöns. Den sollten wir als nächstes holen. So, hier gibt es EVA-X, EVA-Fuel-Kanisters, Inline-Ladder. Also hier gibt es einen Haufen EVA-Gedöns. Ich würde jetzt Precision Engineering mitnehmen. Und dann würde ich mich schon drauf freuen, weil hier, oh, was hier alles für schöne Sachen gibt. Gut, ja, das heißt, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall Heavier Rocketry und Advanced Exploration mitnehmen, um auch jetzt auf Minmus zu landen, beziehungsweise das werden wir tun, um an diese Sachen zu kommen. Wir haben fast 1 Million. Wir schauen mal, was wir hier an Available. Explore the Moon. Dock 2 Vessels on or around the Moon. Ja, das können wir natürlich mal machen. Next big thing sozusagen. So, da müssen wir den Frohpond Kerman from Orbit of Kerbin retten. Nee. Build a new surface outpost on the moon. Das ist natürlich auch geil. Und hier was um Ike feststellen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir hier diese Magnetic-Dinger, das eine braucht noch 53 Tage und das andere braucht noch 150 Tage und das hier braucht noch 165 Tage und das hier müssen wir als nächstes angehen. Das heißt, ich würde sagen, im nächsten Part landen wir auf Minmus, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, landen wir auf Minmus und werden dort explorieren. Wir werden einen Rover schicken und ja, vielleicht auch einen Outpost bauen. Das wäre jetzt so mein nächstes Ziel. Und dann wollen wir auch noch den Moon kolonisieren und wir wollen natürlich auch noch nach Duna fliegen, weil wir auch dort eine Mission haben. Wir müssen gucken, wann das nächste Startfenster ist. Und ich habe den Call Alarm Clock. Okay, hier sind einige alte, die können wir erstmal raus. Transfer Window. So, Parent ist Sun, und zwar from Kerbin to Duna. Haben wir in 121 Tagen. In 121 Tagen ist ein Startfenster. Den sollten wir uns setzen, dass wir da mal Bescheid wissen. Und jo, dann sehen wir weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.